Ja, Xin sollte wahrscheinlich early für Botgangs gucken. Oder Mitte. Problem, spielen zwar beide mit Ignite, aber... Good luck ganking Jax. Weil das trifft, what? Das trifft? Lol. Geil. Ja, ich will eigentlich auch gar nicht mitspielen. Nee, ist okay. Ja, ich habe jetzt Boots, macht für unsere den kaum Unterschied, ne? Aber ist trotzdem nice. Klaus, danke auch für die 18. I faced worse than Zon. We can win. I don't leave others behind. Alter, das ist ja Sona-Skin laut. Ist ja Sona-Skin so laut, Alter. Ich kann ja gleich pink worden. Wenn der Xin fertig mit dem Red ist, kann ich da reinpinken? Und wenn die versuchen, den Pink zu contesten? Und die haben gar nicht gewartet. Fights getting messy. At least I'm consistent. Nice. Ja, Lane ist fucked jetzt für die. Lane ist very, very fucked. Ich darf Flash Auto tackle, maybe. Ah,
Setsch. Setsch. Knappe Sache. Viego hat leider Viego-Dinge gemacht. Und da hat man zum Beispiel den Movement Speed Nerf gesehen. Wenn ich da nicht. Wenn ich. Wenn, also, pre-Zeri Nerf sterbe ich da nicht. Da bin ich gerade nur gestorben, weil ich weniger Movement Speed hatte. Aber close. Hätten da auch nicht mehr für den Dive spielen können, der war viel zu late, so. Wenn wir die Vayne kriegen, dann ist es fein, aber. Ja, aber dass ich das Plating nicht kriege, auch kriminell. Na, ich bin einfach tot. Ich verstehe persönlich nicht, wieso der Viego Botlane gankt, aber er ist ein Viego-Spieler, deswegen funktioniert's. Ist eigentlich ein extrem schlechter Gank, aber... Wir haben gerade die Wave rausgepusht. Dass er überhaupt Botlane passt, ist eigentlich komplett bad. Naja. Aber es funktioniert leider. Schade. Es funktioniert halt nur, weil es ein schlechter Gank ist und ich nicht damit rechne. Ah, das Game ist ein Desaster. Kann ich dann noch für spielen? Oh. Nee, kann ich nicht. Sie hat noch Ult! Oh, warum hat sie denn Ult? Das ist einfach nur viel zu Batman. Ah, das Game ist lost, leider. Zu viele Dinge, die knapp kaputt gehen. Das Game ist, glaube ich, einmal straight up over. Ach, ist das traurig, Mann. Das Game, es steht jetzt 4-12 für die Gegner, es könnte auch 15-3 für uns stehen, wenn einfach so 1-2 Fights ein kleines bisschen besser laufen. Das ist sehr traurig. Dass sie da noch Ult hat, ist halt auch einfach illegal. Ah, die ist wahrscheinlich auch einfach erst nach dem Fight 6 gewonnen. Dieses Game ist a little bit of a disaster, my friends. Aber mal gucken. Mal gucken. Maybe it's winnable. Maybe it's winnable. Legit, wenn die Sona da keine Ult hat, mach ich Triple Kill. Die Vayne rusht Blade.
glaube, ich muss da all in gehen. Mit Seenult. Aber wir haben halt noch keinen Ignite. Immer ein Triforce, das wird echt rough, das Game. Wir sind legit auf jeder Position behind, außer auf mir. Ich glaube, ich bin fein im Game. Aber Toplane scheint ultra fucked zu sein. Und dann verlieren wir jetzt Tower. Uiuiui. Ah, mal gucken, mal gucken. Ich meine, wir haben Zillion Zeri. Ich habe schon das Gefühl, dass das carrybar ist von mir. Toplane kann leider auch nicht mehr lane jetzt. Wichtig, wichtig und richtig. Ich will es ja nicht sagen, Guys, aber Conditioning Overgrowth, ne? Wisst das selber. Also wenn Toplane aufhört zu sterben, ist das Game, glaube ich, wirklich noch sehr winnable. Aber die ist leider einfach nicht gut. Hm, danke, Daddy. Rain toppt, Syndra hier. Das heißt, wir pushen mal. Wahrscheinlich wird Jax aus Baseport moven. This won't be perfect, but life never is. Das ist mal ein geschmeidiges Mid-All-Game hier, ne? Weiß gar nicht, ob ich hier langlaufen darf, ohne zu sterben. Da haben die Solo-Laner wieder schlecht gefrühstückt, merkt man. Imagine Xin ultet. Könnt ihr mir nicht erzählen, dass ich nicht die beste Zeri auf dem Server bin? Könnt ihr mir nicht erzählen? Ich bin's! Ich bin es! Pushen wir die Wave noch? Wir pushen die Wave noch. Wir sind greedy. Wir müssen greedy sein in dem Game. Easy. Hold up.
Serie auf Pedale, weil Kio auf Pedale meinst du auch wieder, ne? Komm, komm, gönnt euch den Jax Shutdown. Komm, gönnt ihn euch, gönnt ihn euch, gönnt ihn euch, gönnt ihn euch. Jawoll! Winnable, 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 winnable! Das Game ist so winnable. Not sure, ob wir Black Cleaver gehen, dieses Game. Können vielleicht die Syndra, wenn die Top Overextended abholen, aber macht's nicht. Die sind resettet wahrscheinlich, das heißt, oder machen Drake gerade. Das heißt, wir kriegen hier Mitte Prior. Wir können gerade Mitte pushen, die sind nicht zu 5 hier. Sin hat seinen Jungle geklärt, anstatt mit uns zu fighten. Ah, I guess wir droppen hier in Inip. Da fehlt mir einfach noch ein bisschen Damage. Ja, ich hätte jetzt den Inip schon gedroppt, aber... Wenn das ein 5 gegen 5 ist, gewinnen wir das, aber Akali und Xin sind nicht gemoved. Der Fight ging so lange, die hatten safe Zeit, einfach über die ganze Map zu laufen. Nice. Ihr wisst es, ne, Guys? Ihr wisst es. Sagt es. Sagt es. Sagt es. Sagt es. Ja, ich will es von euch hören. Ich will es von euch hören. Jetzt sagt es, ich will es hören. Fängt mit C an. Condition, Conditioning Overgrowth, na klar. Noch nicht. Guter Fight, guter Fight, guter Fight. Schade. Leider mein Q nicht abgehalten. Ja, meine Ult. Bro.
Ich guess, da habe ich ein bisschen gebaitet. Nice. Macht schon mehr Damage als erwartet tatsächlich, die... Die Vayne. Die machen jetzt Nash. Ich glaube, wir droppen den, ne? Wir sind mal Mitte Prior für den Drake Fight. So schade, wirklich. Ich verlange doch nicht viel von meinem Team. Ja, das passt leider sehr gut gerade. Taylor, danke für den Sub. Hecke, danke auch noch für den Sub. Hey. Oh, my bad. My bad. Da habe ich einmal auf den Chat geguckt und nicht gesehen, dass die Syndra da moved. Kali ist actually back in the game, ne, aber... Ja, aber das ist auch noch winnable, maybe, maybe not. Ocean Drake, Ocean Soul, ah, mit Sona. Wir haben auch noch nicht wirklich guten Anti-Heal. Boah, kaufe ich mir hier stattdessen Anti-Heal? Ich glaube, ich kaufe mir Anti-Heal. Wieso ist der so scheiße stark? Wieso macht der so viel Damage? What the fuck, Digga? Der macht viel zu viel Schaden, der Viego. What the fuck? Ah gut, der hat auch 8 Kills, aber trotzdem. Holy shit, ist der strong. Diego ist einfach viel zu stark. Diego ist viel. Wieso macht er so viel Damage? Wieso macht er so viel Damage, Alter? Hä? Er macht einfach viel zu viel. 1000 Damage durch Items. What? What? Ist legit wahrscheinlich das gebuffte Blade, oder? Das ist ja crazy, wie viel Damage der Diego macht. Das ist ja viel zu viel. Das ist straight up einfach viel zu viel Damage. Holy shit. Ah, schade. Wie geht's?